berikan guten Morgen, Hermann. Wie geht es euch? Sehr gut, danke. Wie geht es Ihnen, Herr Hermann? Also, es geht mir auch sehr gut. Danke, Lenny. Und dann, bevor wir mit dem Unterricht beginnen, und dann lass uns beten. Rido, bitte. Lass uns beten. Amen. Also, Meli, wer kommt heute nicht? Daud kommt heute nicht. Ist krank. Also, es tut mir leid. Hoffentlich geht es ihm gleich besser. Meine liebe Schüler und Schülerinnen, habt ihr schon gefrühstückt? Ja, Herr, sudah. Also, gut, Dinda. Abi, hast du schon gefrühstückt? Noch nicht, Herr. Warum hast du noch nicht gefrühstückt? Abi, warum hast du noch nicht gefrühstückt? Auf Indonesia, Herr. Bitte. Tadi pagi saya bangun terlambat, Herr. Jadi nggak sempat sarapan. Aha, du bist zu spät aufgestanden. Nächstes Mal sollst du deine Zeit effektiv nutzen. Bevor ihr zur Schule geht, sollt ihr frühstücken, damit ihr im Unterricht gut konzentrieren könnt. Ja, Herr, das ist auch gut für untuk kesehatan, Herr. Saya lupa bahasa Jermannya. Also, und dann wer weiß, was sagt man auf Deutsch Kesehatan? Kevin? Gesundheit, Herr. Die Gesundheit. Genau. Danke, Kevin. Das Frühstück ist auch gut für die Gesundheit. Sehr gut. Und dann, heute lernen wir über Essen und Trinken. Besonders besprechen wir über die Mahlzeiten in Deutschland. Pada tahap pembangunan pengetahuan, guru berperan untuk membangun pengetahuan peserta didik mengenai teks yang akan dibahas dalam tahap pemodelan. Aktivitas yang dapat dilakukan ialah menampilkan video, gambar, atau media belajar lainnya untuk menggali pengalaman dan pengetahuan peserta didik terkait teks yang akan dibahas. Selain itu, guru dapat melatih keterampilan peserta didik dengan mengajukan pertanyaan yang bergradasi dari lots hingga hots. Meine liebe Schüler und Schülerinnen, jetzt sehen wir ein Video und dann das Video über die Mahlzeiten in Deutschland. So, Annika, wir reden gerade über das Thema Essen in Deutschland. Und kannst du uns sagen, was die drei Hauptmahlzeiten in Deutschland sind? Die drei Hauptmahlzeiten, Sie meinen Frühstück, Mittagessen und Abendessen? Richtig, das Frühstück, das Mittagessen und das Abendessen. Das ist etwas anders als in Amerika. Ja? Ja, vor allem das Frühstück. Zum Frühstück in Deutschland hat man Brot oder Brötchen. Aha, Brötchen, die schmecken gut. Die schmecken sehr gut. Ich sehe Brötchen und Butter und was gibt es alles da? Es gibt auch noch Wurst und Käse. Mhm. Wih, beda kali ya. Iya, kayaknya orang tuh nggak makan nasi ya. Iya, bahaya lah kita nih. Kalau ke Jerman kita, nggak bisa lah kita makan nasi. Ih, kau nasi terus. Kan bisa makan kentang. Mana lah pula kenyang. Jose, Abi und Lenny, was ist denn los? Warum seid ihr so laut? Ini Herr, Jose bingung. Kalau kita ke Jerman dia nggak bisa makan nasi. Natürlich gibt es auch Reis in Deutschland, aber sie essen selten Reis. So, das ist anders wie bei uns. Wir essen Reis dreimal pro Tag und das ist ungewöhnlich in Deutschland. Wah, kurang nendang lah Herr. Sudah. Also meine liebe Schüler und Schülerinnen, wir machen weiter. Also was habt ihr in dem Video gesehen? Essen und Getränke in Deutschland, Herr. Gut, Elsa. Und dann welches Essen hast du in dem Video gesehen? Brotei, Herr. Ausgezeichnet. Und worüber sprechen Sie? Sie sprechen über die Mahlzeiten in Deutschland. Also gut, Dini. Und dann, was sind die Unterschiede zwischen
Frühstück in Deutschland und dann in Indonesien. Hat jemand Idee? In Deutschland essen sie Brot, aber in Indonesien essen wir Rice. Gut, Isabel. Und dann, wie findet ihr mit dem Mittagessen? Das Mittagessen ist warm, gleich wie bei uns. Aber sie essen anders her. Pada tahap pemodelan, peserta didik membaca teks yang telah disiapkan oleh guru. Tahap ini bertujuan agar peserta didik memahami fungsi sosial, struktur teks, serta unsur kebahasaannya. Meine lieben Schüler und Schülerinnen, jetzt bilden wir vier Gruppen und hier habe ich dazu viele Karten. Und auf der Karte gibt es auch ein Bild. Und wer bekommt das gleiche Bild und sind Sie in der gleichen Gruppe? Habt ihr die Karten? Ja! Apfel, Rido. Sitz hier bitte. Gruppe Apfel, sitz hier bitte. Und dann Gruppe Pizza ist da. Ich habe einen Text für euch. Der Text ist über Mahlzeiten in Deutschland. Und aus dem Text werden wir auch viele Informationen bekommen. Und natürlich haben wir auch viele neue Worte lernen. Also, und dann, wer möchte den Text lesen? Herr, ich möchte den Text vorlesen. Gruppe Pizza, welche Informationen habt ihr aus dem Text gefunden? Über Mittagessen in Deutschland, Herr. Wo kannst du sie im Text finden? Im zwei Paragraph, Herr. Sehr gut, danke schön. Und dann, was essen Sie? Käse, Wurst, Fleisch mit Kartoffeln und Gemüse. Was bedeutet das, Herr? Keine Sorge, wir werden darüber lernen. Ich habe dazu ein Spiel vorbereitet und wir müssen zuerst aber über den Text lernen. So, meine Liebe, wie findet ihr über den Text? Wozu schreibt der Autor den Text? Zoom information geben dari teks ini, kita tahu kebiasaan makan orang di Jerman, Herr. Iya, Herr. Jadi kita tahu perbedaan antara kebiasaan makan orang di Jerman dan kebiasaan makan orang di Indonesia. Supaya kalau kita ke Jerman, kita tahu kebiasaan makan orang itu dan kita nggak kaget juga nanti. Also, richtig. Der Text ist wichtig. Aus dem Text können wir auch so viele Informationen über die Mahlzeiten in Deutschland bekommen und natürlich viele Worte auch hier lernen. Ich habe noch eine Frage. Wie findet ihr dann? Und dann, was für ein Text ist das eigentlich? Kalau nggak salah ya, ini tuh namanya teks deskriptif. Jadi pada pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, saya udah pernah mempelajari teks ini. Jadi kalau teks deskriptif itu, teks yang menjelaskan segala sesuatu secara terperinci. Nah kalau menurut saya sih namanya teks deskriptif, karena ini menjelaskan kebiasaan makan orang Jerman. Also, sehr gut, Theresia. Ausgezeichnet. Ja, meine liebe Schüler, ich bin stolz auf euch. Ich habe gesagt, dass ich euch ein Spiel vorbereite. Das Spiel heißt Memory. Aha, und dann, wie findet ihr das Spiel? Das Spiel macht Spaß, Herr. So, und dann jetzt kennt ihr die deutschen Essen, oder? Ja, Herr, tapi sulit membacanya. Baik, tunjukkan kepada saya mana kata-kata yang menurut kalian sulit untuk diucapkan atau dilafalkan. Ini, Herr. Die Wurst.
Und dann gibt es noch? Ini Har. Das Gemüse. Das Gemüse. So, meine liebe Schüler und Schülerinnen, wir haben so viele Worte zum Thema Essen und Trinken gelernt. So, habt ihr noch etwas Neues aus dem Text gefunden? Ja, Har. Es gibt neue Verben. Also, sehr gut, neue Verben. Achtet bitte auf die Verben und dann unterstreicht bitte Verben im Text. Also, und dann, wer möchte die Verben hier konjugieren? Also, ihr könnt auch diese Kerzen benutzen. Ja, bitte schön, Re. Ich danke, das sind alle richtig. Herr, kayaknya ada yang kurang tepat lah, Herr. Ya, bitte schön, Ryan. Susunan kartunya kurang cantik, Herr. Berserak kali. Sudah, tenang. Sebenarnya arah Ryan itu sudah benar. Hanya saja Ryan kurang detail. Dia hanya melihat dari warna kartunya saja. Sebenarnya kalau dia melihat lebih detail lagi, maka dia akan tahu di mana ketidaktepatannya. Also, undan meine Schüler, undan Schülerinnen, pass mal auf das Wort geben auf. Aha, genau. Kata kerjanya kayak yang tertukar itu, Herr, antara subjek R, S, Z dengan subjek ihr, Herr. Also, sehr gut, Kevin. Undan, wer hat noch Kommentare? Untuk kata kerja Essen, konjugasi hier tertukar dengan konjugasi du, as, ar, si. Sehr gut. Und dann was könnt ihr bemerken? Ini, Herr, ada perbedaan saat mengkonjugasikan kata kerja di sebelah kanan dengan kata kerja di sebelah kiri, Herr. Tepat sekali. Dalam bahasa Jerman, dikenal istilah starke Verben oder, atau regelmäßige Verben dan schwache Verben atau unregelmäßige Verben. Baik, dari Geben, nehmen, backen, treffen, essen merupakan starke Verben yang konjugasinya kita harus hati-hati dalam pengkonjugasiannya karena terdapat perbedaan vokal pada orang kedua dan orang ketiga tunggal. So, alles klar? Habt ihr noch Fragen? Alles klar! Super, dann vergesst bitte nicht, in eurem Heft abzuschreiben. Und jetzt üben wir. Und dann mach bitte die Hausaufgabe und achtet bitte die Konjugation von den Verben. Tujuan pembelajaran pada tahap ini adalah mengarahkan peserta didik untuk mampu menyusun teks secara bersama-sama. Peserta didik secara berkelompok menyusun sebuah teks menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan yang tepat. Also, und hier habe ich einen Hörtext vorbereitet und wir hören den Text und ihr sollt die Tabelle ausfüllen. Fernanda und Bernd sind verheiratet. Sie haben ein Kind, Lisa. Bernd arbeitet bei Siemens in München. Er muss früh aufstehen. Um 9 Uhr frühstückt er in der Firma. Kaffee und ein Brötchen mit Wurst. Habt ihr die ganzen Informationen bekommen? Nein, hör bitte noch einmal. Setelah peserta didik melengkapi lembar kerja, guru bersama-sama dengan peserta didik memeriksa hasil pekerjaan mereka.
Hasil pekerjaan yang sudah benar dijadikan bahan dalam kegiatan penyusunan teks secara bersama-sama. Also, und dann, ihr habt schon die ganze Informationen über Ben, Lisa und dann Fernanda und hier und jetzt schreibt ihr einen Text darüber und dann ich gebe euch 15 Minuten die Zeit. Um 9 Uhr Frühstück in der Firma. Dwi, kurasa kalimatmu ini salah. Kayaknya udah benar deh. Enggak, karena di kalimatmu ini kata keterangan waktu dan subjeknya itu berada di sebelum kata kerja. Harusnya kan enggak kayak gini. Oh iya, posisinya itu, kalimatnya itu seharusnya um neun uhr Frühstück er in der Firma. Benar enggak? Betul. Na ya, die Zeit ist um. Ihr seid schon fertig beim Schreiben, oder? Ja, Herr, unsere Gruppe ist schon fertig. Darf ich unseren Text lesen? Tujuan pembelajaran pada tahap ini adalah mengarahkan peserta didik agar mampu menyusun teks secara mandiri. Baik, selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas individu. Jadi, di sini Bapak meminta kalian untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ihr habt schon gut geschrieben, jetzt kommt die Zeit für euch, um einen Text selbstständig zu schreiben. Ihr sollt einen Text über die Mahlzeit von eurem Nachbar oder eurer Nachbarin schreiben. Dazu sollt ihr einen Text oder einen Interview machen. Herr, jadi sekarang kami nulis kebiasaan makanan teman sebelah kami, Herr. Tapi kan kami harus lakukan interview dulu kan, Herr? Genau. Seid ihr bereit? Herr, tapi saya nggak tahu bahasa Jermannya makanan yang saya makan pas sarapan, Herr. Was ist du zum Frühstück? Ich esse nasi uduk, Herr. Kalian boleh menggunakan nama asli dari makanan tersebut. Bapak akan membagikan lembar kerja ini, dan lembar kerja ini akan memudahkan kalian untuk melakukan interview. Hi, Dwi. Was ist du zum Frühstück? Ich esse zum Frühstück Brot mit Marmelade. Und du, Michelle, was ist du zum Frühstück? Ich esse zum Frühstück Reis mit Ei und Gemüse. Ich frühstücke zum Haus 6 Uhr. Und du, Dwi, wo und wann frühstückst du? Ich frühstück aus zu Hause 6 Uhr. Or function dan gaya in the Schule. Ihr seid schon weit, oder? Ja, Herr, ich bin fertig. Kannst du bitte deinen Text vorlesen? 6 Uhr 15, Frühstück mit zu Hause. Er ist Brot mit Marmelade zum Frühstück. Am Mittag, Dwi ist in der Schule Reis mit Fisch und Gemüse. Am Abend ist er Reis mit Sate. Gut, Michelle, du hast gut gemacht. Die Zeit ist gleich Das ist sehr interessant. Wir wissen jetzt, was man in Deutschland isst. In Deutschland essen sie zum Frühstück Brot, zum Mittagessen Kartoffeln und Salat, zum Abendessen Abendbrot. Aber in Indonesien essen wir dreimal pro Tag Reis. Genau, jetzt weiß ihr, was man in Deutschland isst, das ist anders als bei uns. Und diese Kultur ist sehr wichtig für uns, wenn wir Deutschland besuchen. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Alles klar, Herr. Demikianlah pembelajaran bahasa Jerman dengan menggunakan model pembelajaran berbasis teks. Setelah pembelajaran berakhir, peserta didik mampu menafsirkan dan menentukan isi teks deskriptif, serta mampu memproduksinya dengan memperhatikan fungsi sosial,
struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks.